Hallo und herzlich willkommen zu einem Retro-Spezial. Wir spielen heute UEFA Champions League 92. Und es wurde 95 rausgebracht, wie hier steht. Ich habe von dem Spiel ehrlich gesagt absolut keinen blassen Dunst, außer dass es eben die Champions League Saison 92 ist und von 1995. Ich habe das Spiel, glaube ich, früher auf irgendeinem Uraltrechner mal gespielt als Kind. Deswegen dachte ich, wir machen heute keinen Ausflug nach Tarkov, sondern quasi einen Ausflug in die Vergangenheit. Und jetzt legen wir einfach mal los und spielen ein munteres Match. Und wen können wir denn hier auswählen? Also Ajax, Aalborg, BK, also die sind absolut internationale Größen wie Legia Warschau und die Blackburn Rovers, also ja, international gefürchtet. Grasshoppers Zürich sind auch am Start, neben Real Madrid. Kann man andere Clubs noch freischalten, oder? Also ich weiß ja nicht, aber ja, keine Ahnung. Also ich bin halt leider kein BVB-Fan und ich feiere jetzt ehrlich gesagt von den Clubs bis auf Ajax eigentlich gar keinen. Muss ich mich mal outen, aber wir nehmen jetzt einfach Ajax und wir spielen gegen. Ich möchte jetzt hier keinen Shitstorm ernten von BVB-Fans oder so. Wir spielen einfach gegen. Die Grasshoppers Zürich. So ein schlechter Schweizer Dialekt, das haben wir hier am Start. Oh, wir können sie strippen lassen. Nein, wir nehmen. Okay, wir lassen sie in Rot spielen. Okay, alles klar. Okay, Controls hier, Tastatur, wir, Ajax. Und wie funktioniert das jetzt? Ah, das ist jetzt, also die meisten Spieler kenne ich ja sogar noch. Edwin van der Sar, Danny Blind, dessen Sohn Daley Blind jetzt für Ajax spielt. Schon eine Weile. Frank de Boer, Michael Reitziger, Sonny Siloy, das hört sich an wie so ein Gangster aus einem amerikanischen Film. Winston Bogart, Marcio Santos, Edgar Davids, auch eine Berühmtheit, Jari Littmanen, der war auch stark, damals ein Finne, Martin Reuser und Arnold Schotten. Ich glaube, Ajax hat 95 die Champions League gewonnen, wenn ich mich nicht irre. Und auf der Bank sitzen Kit Soto Mosampa, also wenn man den nicht kennt, und Ronald de Boer und Fred Grimm. Haben wir nur drei Auswechselspieler. Okay, alles klar, wir spielen ein klassisches 4-4-2, das ist ohne Schnörkel. Ja, und jetzt gibt's hier die Münzwahl, ne? Also, ihr seht, HD ist was anderes, aber was ist das jetzt? Was ist Kopf und was ist Zahl? Es ist hier eine Zahl, nehmen wir Zahl. Jawohl, ah, ja, perfekt. Jetzt können wir Anspiel oder Seitenwahl nehmen. Wir nehmen Anspiel, wobei ich. Wie macht man Anspiel? Okay. Ja, lässt uns die Seite wechseln, das sind kleine Psychotricks. Der Sound ist unfassbar laut. Also wir können uns hier auf den Pfeiltasten drehen. Und Enter scheint Pass zu sein. Und ja, und wir legen gleich los wie die Feuerwehr, aber mal jetzt. Drück ich mal Enter. Okay, das war nicht schlecht. Jetzt laufen wir immerhin mal in die Richtung. Ja, das läuft gut, da läuft er durch, da ist die Verteidigung richtig, richtig alt aussehen, doch er weiß nicht, wie man schießt. Legt den Ball mit einem Pass ins Tor aus. Wenn ich jetzt wüsste, wie man schießt, dann würde ich hier sofort den Schießbefehl geben, ja? Aber, was für ein Wortspiel. Wie attackiere ich den? Ja, du legst mich am Arsch. Ja, jubelt er vor meinen Fans, oder was ist los mit ihm? Also, das war jetzt einfach purer Zufall. Da läuft er einfach durch die Mitte durch, keiner greift an. Ja, wie greift man überhaupt an? Okay, also, wir spielen jetzt einen Pass, der gleich abgefangen wird. Dieser fiese Schweizer läuft durch die Mitte, da haben wir jetzt den Ball. Ja, Alter. Sonst geht's aber noch. Es gibt keine Karte. Okay, ein lustloser Pass. Der schwarze Mann läuft durch die Mitte. Ich weiß nicht, wer es ist. Er ist immer noch am Ball. Er lässt den Gegner total alt aussehen. Er spielt ihn schwindelig und er läuft mittendurch. Jetzt könnte er schießen und... Ja. Wie zum Teufel schieße ich? Oh, Shift ist Schuss. Jetzt machen wir sie fertig. Ich hab nichts gegen Schweizer. Zack, in den Lauf.
Und da rettet der Torwart ins Tor aus. Jetzt kommt eine Flanke vom von der Nummer. Es ist die pixelige 4. Es ist eine pixelige 4. Der Spieler mit den Dreadlocks haut den Ball auf die 8. Der soll hoch reinkommen. Er kommt hoch rein und nimmt den Namen. Und jetzt kommt die Feststellfunktion. Nein! Okay, okay, alles klar. Und die 7 läuft durch die Mitte, wie wenn es nichts wäre. Der Torwart faustet den Ball mit einer Gewalt ins Seiten aus. Okay, da hat uns nochmal der Posten gerettet. Okay, wir schlagen einen weiten Abstoß. Ich denke mal, man muss die Taste gedrückt halten. Auf unsere Nummer 14. Ob der ist bestimmt schnell. Das sieht schnell aus. Oh ja, der ist schnell, der ist schnell. Und er läuft in den 16er. Macht eine Pirouette, macht zwei Pirouetten, macht drei Pirouetten. Die Nummer 6 sieht nicht allzu gut aus und könnte abschließen. Was ist der Torwart für eine Katze? Sieht aus wie ein blonder, dürrer Feriencamper aus Amerika. Was zum... Das läuft wie beim VfB. Also ohne Witz, das könnte gerade eine Szene vom VfB Stuttgart sein. Also unglaublich, da haben wir den Ball ins eigene Nest gelegt und der Torwart stellt sich einfach an wie ich beim Mathe-Test. Also eher mittelmäßig. Okay, jetzt haben wir die Kontrolle über den Ball. Wir spielen über die Außenbahn. Kein Problem, kein Problem. Wir laufen erst ein bisschen schneller. Ganz böses Tackling von hinten. Der Schiedsrichter hat die Karten heute zu Hause vergessen. Okay, wir bringen den Ball hoch auf die Nummer 7. 7 ist der, glaube ich, der Jari Littmanen. Okay, ist ein bisschen vorbeigegangen, aber kein Problem. Okay, der Gegner baut auf. Wir haben den Spielaufbau unterbrochen mit der Nummer 7 durch die Mitte. Ein Schnörkel, zwei Schnörkel, die 4 ist eindeutig die Schwachstelle hier im Team und knapp daneben. Knapp daneben ins Tor aus und hier die Schweizer kennen kein Pardon. Und wieder rollt die Schweizer der Teufelsdreier aufs Tor und zack, 3:0 oben rein in die Mitte. Der war nicht unhaltbar, meine Damen und Herren. Was ist das für ein Mist? Die ziehen mich voll ab. Was machen meine Verteidiger? Ich weiß auch nicht, wie man angreift. Man greift, glaube ich, nur an, indem man ihm so entgegenläuft und sagt, hey Bruder, du kommst nicht rein. Okay, die Nummer 15 will es wissen. Ja, hallo? Kannst du dich einfach abpfeifen, wenn ich gerade einen Angriff starte? Nachspielzeit? Frank de Boer war der Pechvogel. Johann Vogel war der andere Vogel, der ein Tor geschossen hat. Marcel Koller. Ah, der Trainer, okay, den kenne ich sogar. Hier unten haben wir ein Menü. Jetzt ändern wir auf jeden Fall die Taktik. Jetzt werden wir die Taktik ändern. Also das geht so nicht. Die können wir hier frei verschieben. Arnold Scholten. Ach, das ist unsere Formation. Also wir spielen jetzt ein bisschen offensiver. Das geht ja hier gleich mal gar nicht. Also Edgar Davids spielt jetzt quasi so offensives Mittelfeld. Wir werden jetzt den ganzen Laden ein bisschen hier so offensiver gestalten. Also wir haben jetzt keine Innenverteidiger mehr, sondern hier, wir spielen jetzt hier offensiv orientiert. Ich weiß, aus fußballerischer Sicht, da gibt es vielleicht nicht ganz so viel Sinn, aber den Gegner setzen wir damit noch mehr unter Druck. Noch mehr. Was haben wir hier? Latest Statistic to both teams. Ja, Ballbesitz, sind wir eindeutig vorne hier. Die sind die faulere Mannschaft und schießen leider mehr Tore. Okay, aber noch ist nichts verloren. Was haben wir hier? Information Score. Option Screen. FIFA Rules hier. Offside. Also nicht, dass sie hier anfangen, auf die Idee zu kommen, irgendwie das Abseits auszunutzen. Gibt tatsächlich nur. Was zum Teufel? Nur zwei Tasten. Okay, es gibt wirklich nur zwei Tasten, die ich selbst herausgefunden habe. Ich bin sehr, sehr stolz auf mich. Okay, also wir versuchen jetzt hier Paroli zu bieten. Okay, das ist kein guter Einstand. Wir versuchen das 4:0 zu verhindern. Also ich weiß nicht, ob wir hier noch drei Tore schießen können. Also ich würde sagen, wenn wir hier ein Tor schießen, wäre das ein Wahnsinnserfolg. Okay, kein Problem. Die Nummer 4. Unsere offensive Taktik geht langsam auf. Wir spielen die Abwehr schwindelig und der Torwart hat ausgeguckt. Der hält alles. Der hält alles, dieser blonde Schuljunge. Und aus dem Fußgelenk knallt er den Ball einfach mal locker bis in meine Hälfte. Was ist eigentlich los mit ihm? Was haben wir dem zu fressen gegeben? Okay, alles klar. Einmal vor uns. Da kommt jetzt unser offensives System natürlich uns wieder zum Vorteil. Hier ziehen wir über die Außenbahn.
Wir müssen in die Mitte ziehen, weil der Gegner ist wieder auf faul aus. Und jetzt hier von außen wird abgezogen. Zack, der Torwart. Alter. Er fischt einfach jeden Ball von mir raus, wie wenn es nichts wäre. Und mein Torwart ist der größte Fliegenfänger, den es gibt. Das kann doch nicht angehen. Jetzt mach ich dich fertig, Alter. Ja. Damit das mal kein Elfer war. Okay, noch ist nichts verloren. Noch ist nichts verloren, meine Damen und Herren. Wir geben uns ja bestimmt nicht auf. Jetzt kommt hier schöner Schuss ins Seitenaus. Okay. Konzentration. 66. Minute. Die sind schon ganz nervös. Hat man gerade am Einlauf gesehen. Die Nummer 4 läuft einfach unaufhaltsam durch. Einfach kein 4-0 kassieren. Einfach kein 4-0 kassieren. Herrlicher Pass auf die Nummer 7, die sich jetzt einfach den Ball geschnappt hat. Läuft hier durch und zieht ab. Pfosten. Pfosten. Der blonde Schuljunge hat auch noch den Pfosten, das Glück und seine Mama auf seiner Seite. Das ist doch unglaublich. Jetzt wird abgezogen. Was? Abseits? Ernsthaft? Ich spiele einen Pass, der ankommt, das ist abseits. Das ist einfach ungerecht, dieses Spiel. Ey, Alter, jetzt reicht's ja mal, Junge. Raus aus meinem Strafraum. Ich weiß nicht mal, wie man foult. Also, okay, egal. Egal, heul leise, Olli, wirklich. Okay, was machen wir jetzt? Jetzt kommt wieder hier... Der Vierer geht mir richtig auf den Wecker. Ja, nee. Alter. Willst du mich verarschen, Junge? Er spielt hier einen lockeren Pass aus dem Fußgelenk und keiner meiner Defensivakteure hält sich dafür zuständig. Ja. Hä? Ja, was passt dir denn nicht? Nur weil ich zum Schwarzen spiel, du rassistischer Schiedsrichter. Ja, dann... Ja, Digga. Ja, ich muss ihn zum Gegner spielen, sonst ist es nicht fair, oder was? Ich komme gar nicht mehr klar, jetzt kriegen wir eine richtige Packung. Also, ja, unser offensives System hat sich ja wohl ausgezahlt. Wir haben nur ein Gegentor kassiert in der zweiten Halbzeit, zwar recht ausgeglichen. Also, warum war das ein Eigentor? Was stimmt mit dem Spiel eigentlich nicht? Okay, es gibt auf jeden Fall eine Revanche. Ajax hat kolossal versagt. Jetzt muss Real Madrid hin. Real Madrid ist schon immer ein Name, der Gewicht hat, ja. Und damit machen wir es die Grasshoppers einfach fertig. Machen wir sie richtig fertig. Es kann ja nicht angehen, dass die Grasshoppers da uns kaputt machen. Ja, 4-0 einfach im eigenen Stadion an die Wand spielen und wir da zwei Eigentore verursachen, von denen wir eigentlich doch von einem wusste ich. Diesmal nehmen wir auch einfach Kopf. Okay, hat nicht ganz funktioniert. Er nimmt den Anstoß, okay, kein Problem. Wir hätten unser System vielleicht noch umstellen sollen, aber dafür, jetzt machen wir Psychotricks. Lassen wir sie nämlich die Seite wechseln. Oh ja, ich bin mit allen Wassern gewaschen. Da sind sie schon verwirrt, das war ein ganz schön kraftloser Anstoß. Oh oh. Okay, weiter Abstoß auf die Nummer 14. Ich bin jetzt die Aufstellung gar nicht durchgegangen. Sehr gute Ballannahme, wunderschön, feines Füßchen. Er läuft durch und... Abschluss. Ganz knapp daneben. Da haben wir das erste Statement gesetzt in Richtung die Grasshoppers. Und der Torwart ist total verwirrt, weil wir loslegen wie die Feuerwehr. Jetzt hier Konzentration. Es muss ein ganz weiter Einwurf her. Kommt er so weit? Das wäre krass. Ja. Und knapp daneben. Ich weiß nicht. Entweder der Torwart fischt sie halt raus oder ich schieße daneben. Und weiter Powerplay vom Feinsten. Hier lässt ihn ins Leere laufen und zieht ab. Und der Torwart ist immer noch in Bestform. Da hat ihm seine Mama ein dickes Pausenbrot geschmiert, das ihm viel Power gibt. Ist ja unglaublich, was ist denn los mit ihm? Und wunderschöner Pass, das war aber abseitsverdächtig. Sie können gar nichts mehr, ist ja unglaublich. Und okay, ich kann vorm Tor halt auch nichts. Aber ich würde sagen, also bisher gehört das Spiel eindeutig uns. Man soll bekanntlich den Tag nicht vor dem Abend loben. Es geht ratzfatz und schon schaue ich wieder in die Röhre. Wunderschöner Pass. Die Nummer 14, die gefällt mir richtig gut. Läuft aufs Tor zu und schießt einmal mehr ganz knapp rechts daneben. Da würde ich gerne nochmal die Zeitlupe sehen. Also es war wirklich denkbar knapp. Und die Grasshoppers wieder im Angriff. Es geht hier ratzfatz und wieder die Nummer 14. Also das ist mein absoluter Lieblingsspieler. Die Nummer 14 regelt bei uns eigentlich so vorne und hinten alles.
Wenn die jetzt noch ein Tor schießt, dann kaufe ich mir ein Trikot. Okay, ist wahrscheinlich nicht mehr ganz so aktuell. Okay, jetzt spielen wir unsere Nummer 14 an. Das war ein bisschen weit, dieser Einwurf. Kein Problem für unsere Defensive. Also Real ist doch ein kleiner Qualitätsunterschied zu Ajax. Wer hätte das gedacht? Also, und die Grasshoppers haben richtig Wut im Bauch. Und die Nummer 14, auf die ist Verlass. Sie wird auch nicht müde. Ermüdung gibt es ja, glaube ich, nicht. Läuft durch und feuert das Ding. Wohin eigentlich? Deren Nummer 14 ist, glaube ich, lang nicht so gut wie meine. Es wäre schon der absolute Hammer, wenn wir uns mit dem 0:0 in die Kabine retten könnten. Also wenn ich hier ein Tor schieße, dann schreibe ich es in meinen Lebenslauf. Also das ist wirklich unglaublich. Ich weiß nicht, Leute, probiert es einfach selbst aus. Es ist unfassbar schwierig, in diesem Spiel ein Tor zu schießen. Auch wenn ihr jetzt wieder denkt, der Typ ist einfach in jedem Spiel maßlos unfähig. Mag sein, aber es ist wirklich krass. Jawohl, der Torwart auch eine Katze, geschmeidig wie Bagheera, der schwarze Panther aus dem Dschungelbuch. Und die Nummer 12, das ist quasi der Zwillingsbruder von der 14. Er läuft hier genauso geschmeidig und zieht ab. Und dieser verflixte Torwart, wer zum Teufel ist das? 0:0 zur Halbzeit. Ich würde sagen, wir tätigen keine Wechsel, weil ich absolut keinen Plan habe, wie ich auswechseln soll. Aber jetzt machen wir folgendes. Fernando Hierro, den kenne ich sogar noch. Er war sogar noch, als ich ein bisschen älter war, dann aktiv. Mit den anderen Namen kann ich nicht. Doch, Redondo, der sagt mir auch was. Der sagt mir was. Ja, Digga, ich will wechseln. Wie wechsle ich? Ich weiß ja nicht, wo der spielt. Okay, alles klar. Also wir... Wobei, wo spielt er hier? Wo ist unsere Nummer 14 eigentlich zu Hause? Wir müssen die Nummer 14 noch ein bisschen zentraler spielen lassen. Die Nummer 14 spielt jetzt mega zentral und die 16 spielt quasi so als Sechser. Jawohl, so ist die 14 überall anspielbar. Perfekt. Anschluss für uns. Das wird unser... Ja, was ist das wieder für ein Mist? Das ist so die Waldorfschulregel. Du musst den Ball zum Gegner spielen, oder was? Sonst ist es doof, weil der Gegner den Ball nicht bekommt. Alter, ich spiele dieses Psychospielchen immer weiter. Ja, ich hab Zeit, Digga. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit, Schiedsrichter. Sag mal. Gut, dann kriegt ihr halt den verflixten Ball da. Wenn er nicht zu eurer Mama petzen geht. Was ist das denn für eine dumme Regel? Okay, alles klar. Die rollen wieder auf uns zu. Ich hoffe, jawohl, wir fangen den Ball ab. Unsere Nummer 14, wer denn sonst? Ah, was? Nein! Er hat sich das... Alter! Er hat beim Spieler das Bein gebrochen. Er hat beim Spieler das Bein gebrochen und macht ein Tor und es zählt. Was ist das eigentlich? Hallo? Jetzt fängt diese Psycho-Scheiße wieder an. Verzeiht mir das S-Wort. Aber das ist ja wohl... Also wenn der PC nicht legal gegen mich gewinnen kann, dann... Alter, jetzt holt er hier den rechten Hammer raus und versenkt ihn mir einfach voll im Eck. Aus dem Lauf ansatzlos... Ja, okay, ihr kriegt ja schon den Ball, ich hab's ja durchschaut. Die Wettmafia ist wieder mächtig hier. Ja, was ist jetzt? Ist meine 14 einfach weg? Den habt ihr jetzt einfach kaputt gemacht. Ja, und der Torwart, ich krieg die Krise. Sie haben ja meinen besten Spieler. Jawohl, er spielt noch, aber er läuft ungefähr so wie ich nach meinem Beintraining. Also gar nicht so schnell. Das ist echt traurig. Jetzt muss die Nummer 12 übernehmen. Alter, die machen mich kaputt. Okay, Nummer 14, lauf. Ich vertraue immer noch in dich. Auch wenn du vielleicht einen kleinen Kolbenfresser hast, bist du immer noch meine Nummer 1. Okay, der ist voll im Eimer. Wie wechsle ich? So. Okay, jetzt kann ich wechseln. Rafael Acorta, der ist richtig Game Over. Und deswegen kommt jetzt für ihn für die letzten Minuten... Oh, die kenne ich ja alle. Das ist der Hammer. Luis Enrique, den kenne ich noch. Den möchte ich jetzt gerne einwechseln. Wie kann ich den einwechseln? Macht keinen Mist. Ich möchte wechseln. Möchte keine Info vom anderen Team. Dankeschön.
Nummer 14 wird jetzt. Wie wechsle ich? Die haben mich kaputt getreten und jetzt lassen sie mich nicht mal wechseln. Das ist echt richtig hart. Ich weiß nicht, wie ich wechsle. Mit Enter? Das ist echt übel. Kannst du mal aufhören, die ganze Zeit blöd zu pfeifen, wenn ich hier einen Klick mache und gerne meinen Lieblingsspieler auswechseln würde? Das ist echt. Sorry, das ist echt Mobbing. Okay, dann müssen wir jetzt hier die 16 ein bisschen offensiv spielen lassen, so als Backup quasi. Und ich weiß nicht, wie man wechselt. Naja, also dann, Rafael Acorta, da musst du auf die Zähne beißen, Junge. Vielleicht machst du noch das entscheidende Tor. Man darf gespannt sein, Leute. Bleibt dran, es bleibt mega spannend. Okay, also Rafael Acorta, okay, der hat doch ein gebrochenes Bein. Also das läuft eigentlich noch mega gut. Ich habe mal die Bänder gerissen in der 12. Klasse und... Ja, ey, Alter, sie haben ihn umgebracht. Nein, er steht wieder. Ich dachte... Okay, die Nummer 16 hat Wut im Bauch und macht Pirouetten. Die Nummer 7 ist einfach nur ein Opfer. Das gibt's nicht. Jetzt kommt die Feststellfunktion. Mich im Shift-Spam bin. Ich gehe kaputt. Die Nummer 14, das ist ja der Hammer. Er kämpft sich durch. Er ist einfach ein brutaler Fighter. Kein Problem. Und die Nummer 7 kann gar nichts. Und er zieht ab. Wahnsinn! Das ist eine Story. Leute, das ist eine Story. Rafael Acorta mit der Nummer 14, mit gebrochenem Bein, halbtot gefault vom widerlichen Gegner, schießt hier den Anschlusstreffer. Geschichten, die nur UEFA Champions League 92 schreibt. Das ist ein absolutes Drama, also da ist alles dabei in dem Spiel. Also nur ich fürchte, der richtige Gewinner eben nicht. Ich habe gerade 40 Luft angehalten. Ich dachte wirklich, die hauen das Ding jetzt ins Eck rein. Also ist noch alles drin. Also Rafael Acorta muss es richten. Der läuft hier durch wie die Feuerwehr. Rafael Acorta. Schade, er hatte das auf dem Füßchen hier. Das Unentschieden. Aber letzten Endes endet es 2:1 für die fiesen Grasshoppers. Also moralisch bin ich der absolute Sieger. Und ich habe ein Tor geschossen im Spiel. Ihr seht es schwarz auf weiß. Sie hatten dann in der zweiten Halbzeit eigentlich am Ende keine Chance mehr und wussten sich nur noch mit widerlichen, schmutzigen Tricks zu helfen. Ich bin erstmal sprachlos, und weiß nicht, nee, noch ein Spiel ist einfach zu viel des Guten. Der Sound geht mir auch so dermaßen auf den Wecker. Aber es war auf jeden Fall wieder lustig zu sehen, wie die Spiele eben damals, anno dazu mal, hier schreiben wir das Jahr 95 waren. Also mir hat es schon irgendwie Spaß gemacht, muss ich zugeben. Ich glaube, wir machen bald ein neues Retro-Spezial. Ich suche mir da irgendwie ein witziges Spiel aus und ihr seid mit dabei hoffentlich. Wir sehen uns natürlich wieder in alter Frische in Tarkov, in wunderschönen, im Vergleich wunderschöner Grafik, in 3D, gescheit spielbar und mit mehr als zwei Tasten. Tausend Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.